Grüß dich! Schön, dass du bei mir gelandet bist. Ich möchte heute Pizza-Party-Schnecken backen und wenn du Lust hast, herauszufinden, wie das funktioniert, dann bleib einfach dran. So, als erstes einmal die Zutaten. Für meine Pizza-Party-Schnecken verwende ich heute fertigen Pizzateig, weil es einfach schneller geht. Du kannst natürlich auch selbst Pizzateig machen, aber im Prinzip geht eben jeder handelsübliche Pizzateig. Dann brauchst du irgendeine Art von Pizzasauce, auch die kannst du natürlich selber machen, aber schneller geht es mit der fertigen. Also da habe ich so ein Glas mit Pizzasauce oder es gibt auch solche Dosen im Handel, Pizzasauce mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also da kannst du verwenden im Prinzip, was du möchtest und was dir schmeckt. Dann verwende ich heute zum Belegen meiner Pizzaschnecken Kochhinterschinken und schon fertig geriebenen Pizzakäse. Aber du wirst nachher beim Belegen sehen, dass da der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Man kann auch Oliven verwenden oder Prosciutto verwenden oder Mais verwenden. Also alles, was dir normal auch auf der Pizza schmeckt oder Pilze, kannst du auch auf diese Pizzaschnecken auflegen. Ich mache heute die simpelste Variante mit Schinken und Käse. Und dann verwende ich noch ein paar Gewürze. Es gibt fertiges Pizzagewürz. Aber du kannst natürlich auch je nach Geschmack deine Pizzaschnecken so würzen, wie du sie haben möchtest. Und ich verwende heute zu diesem Zweck nicht das fertige Pizzagewürz, sondern ich verwende Oregano, Salz und Pfeffer. Am besten frisch gemahlenen Pfeffer, weil der besseres Aroma entfaltet. Ich verwende immer gern vom Sonnentor das ayurvedische Zaubersalz, weil das so ein ganz natürliches Salz ist, das nicht groß bearbeitet ist. Das gibt es im Reformhaus, aber es geht natürlich jedes handelsübliche Salz. Also diese drei Dinge werden für mich so die Hauptzutaten sein an Gewürzen. Aber du kannst natürlich auch Dill verwenden, du kannst Thymian verwenden, du kannst Rosmarin verwenden, alles was dir einfach gut schmeckt. Die ungefähre Temperatur und Backzeit entnehme ich heute, weil ich ja fertigen Pizzateig verwende, der Packung von diesem Pizzateig. Und deswegen heizen wir jetzt gleich einmal unser Backrohr vor. In meinem Fall ist das jetzt Ober-Unterhitze 220 Grad. Und auf die Temperatur lasse ich mein Backrohr jetzt vorheizen, während wir den Rest machen. Als erstes hole ich mal den Pizzateig aus der Packung heraus. Und der Pizzateig kommt eben in meinem Fall schon mit so einer Art Backpapier. Und auf dem rolle ich den jetzt, also entrolle ich einmal diese Rolle quasi. So, und da haben wir jetzt den fertigen Pizzateig. Wenn du ihn eben selber gemacht hast, dann müsstest du ihn jetzt einfach auch eben so ausrollen, dünn. Und jetzt im Prinzip fangen wir jetzt an, das Ganze so zu belegen, als wäre es eine Pizza. Also in meinem Fall fange ich jetzt mit dieser Pizzatomatensoße an. Und je nachdem, was du da jetzt verwendest, was dir schmeckt, bestreichst du einfach deinen Teig einmal mit dieser Unterlage. Das Einzige, worauf du Acht geben musst, dabei ist, dass dein Belag und das Ganze, was hier drauf kommt, am Ende nicht zu dick wird, weil wir wollen dann ja nachher diesen Pizzateig einrollen und eben Pizzaschnecken daraus machen. Und deswegen darf das einfach nicht zu dick sein. Sonst quillt das nachher alles an den Seiten raus und schaut nicht mehr schön und appetitlich aus. Und ich streiche das eben wirklich bis ganz an den Rand an. Also du brauchst da keinen Rand aussparen. So, und so schaut das Ganze jetzt aus. Da ist eben jetzt diese Tomatensauce gut drauf verteilt. Und dann belegen wir unsere Pizza jetzt einfach weiter. In meinem Fall jetzt kommt als nächstes der Hinterkochschinken an die Reihe. Und auch mit dem jetzt wieder belege ich unseren Pizzateig ganz dünn.
Und auch wieder ganz bis an den Rand. So, die nächste Schicht ist jetzt schon die Käseschicht. Ich verwende dazu schon fertig geriebenen Käse, aber du kannst natürlich auch jeden Käse, den du gern magst und der dir gut schmeckt, verwenden und den einfach reiben oder auch Parmesan verwenden, wenn du zum Beispiel Parmesan lieber magst bei diesem Pizzageschmack und geriebenen Parmesan nehmen. Ich mag diesen fertigen Pizzakäse gerne oder auch geriebenen Gouda zum Beispiel, deswegen verwende ich den gerne. Und auch den verteilen wir jetzt ganz, ganz dünn da drauf. Wie gesagt, diese Zutaten, die sind nur ein Vorschlag. Was ich immer machen würde, ist diese Pizzasauce drunter, weil die einfach dafür sorgt, dass das Ganze saftig wird. Aber du kannst eben zum Beispiel auch Mais verwenden, Oliven verwenden. Wenn du gerne Shrimps oder irgendwie so Meeresfrüchte magst, kannst du die auch verwenden. Also alles, was auch sonst auf einer Pizza drauf sein kann, Salami, kann auch jetzt da drauf gelegt werden. So schaut das jetzt aus. Jetzt haben wir den Käse auch da drauf. Und als nächstes kommen die Gewürze, in meinem Fall eben Salz und Pfeffer und Oregano. Und beim Würzen, vor allem bevor du den Pfeffer verwendest, solltest du überlegen, ob bei dem Anlass, wo du diese Pizzaschnecken hin mitbringst oder wenn eben jemand zu dir kommt, Kinder dabei sind. Weil je nachdem ist natürlich die Pfeffermenge dann unterschiedlich. So, und so schaut das Ganze jetzt aus. Wir haben jetzt eben den Pizzateig, die Tomatensauce, Schinken, Käse und die Gewürze. Und jetzt kommt der knifflige Teil von dem Ganzen. Und zwar rolle ich jetzt diesen Pizzateig von der Seite her ein. Also ich kippe das mal hier mit dem Papier und ziehe jetzt so vorsichtig das Papier weg. Und der Pizzateig hat leider die Angewohnheit, dass er ein bisschen an dem Papier dran klebt. Also da muss man gerade am Anfang ein bisschen vorsichtig sein, dass man den nicht so zerreißt oder zu sehr überdehnt. So, und das Ganze klappe ich jetzt einfach so ein und rolle es eben zu einer Rolle. Und da siehst du jetzt auch gleich, wenn man zu viel Belag genommen hat, kommt der Belag jetzt aller da drüben raus, bei mir eh auch, aber das ist jetzt nicht tragisch. Und jetzt haben wir da auf unserem Papier so eine Pizzarolle. Und jetzt kommt an dem ganzen Rezept der einzige Schritt, den ich nicht leiden kann. Jetzt müssen wir nämlich von dieser Rolle Scheiben abschneiden und die sollten so in etwa fingerdick sein. Und da ist jetzt das Problem, dass man damit ganz leicht die Zutaten aus dieser Rolle herausquetschen kann. Und deswegen muss man das ganz vorsichtig machen. Und mit einem möglichst scharfen Messer, damit man eben nicht so sehr drücken muss, sondern mehr schneiden kann. Bevor du zu schneiden beginnst, ist noch gut, wenn du dir ein Backblech herrichtest, schon, am besten schon mit Backpapier ausgelegt. Damit du dann, wenn du jetzt diese Stücke von der Pizzarolle herunterschneidest, die immer gleich direkt aufs Backblech befördern kannst und nachher nicht noch einmal herumtransportieren musst. So, und jetzt nimmst du dein allerschärfstes Küchenmesser.
Nimm aber bitte eins mit einer glatten Klinge und nicht so ein gezacktes, weil das gezackte Messer hat meistens die Eigenschaft, dass es diese Pizzarolle dann total zerfetzt. Also ich empfehle dir eins mit einer glatten Klinge zu nehmen. Und jetzt versuchen wir einfach diese Pizzarolle ohne aufzudrücken, ganz vorsichtig in kleine Schnecken zu schneiden und die dann auch immer gleich aufs Backblech zu befördern. Und das ist eben, wie gesagt, an dem ganzen Rezept finde ich so die mühsamste Arbeit, weil diese Rolle sich nicht so gerne einfach schneiden lässt. Aber eben, wenn du möglichst eher sägst und nicht so sehr drückst, dann geht das ganz gut. So, man kann die dann auch am Backblech einfach wieder so in Form drücken. Ich lasse auch ein bisschen Abstand dazwischen, weil die gehen dann auch nachher am Backblech auf. So, also siehst du, solche kleinen Rollen werden das. So, und so schauen die jetzt dann am Backblech aus. Keine Angst, die schauen jetzt ein bisschen wild aus, aber wenn die dann gebacken sind, wird es besser. Und du siehst, da kommen aus so einer Rolle schon relativ viele Schnecken heraus. Das ist jetzt ungefähr, naja, vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte oder ungefähr als die Hälfte der Rolle gewesen. Und diese erste Ladung schiebe ich jetzt gleich ins Backrohr hinein. Türe zu. So, und während wir jetzt auf die Pizzaschnecken warten, die gerade im Ofen sind, kannst du nebenher schon einfach den restlichen Teig noch in Schnecken schneiden. Jetzt können wir mal schauen, wie sich die anderen im Backrohr machen. Schau mal, die gehen nämlich so schön auf. Ob du das sehen kannst. Die werden dann so schön flaumig und fluffig und kriegen auch schon eine ganz schöne Farbe. Also ich glaube, nach 10 Minuten wird es wirklich erledigt sein. Die schauen nämlich echt schon gut aus. Im Prinzip ist es ja bei der Backzeit nur wichtig, dass der Teig durch ist, weil der Schinken ist schon gekocht und der Käse ist auch im Prinzip verzehrfertig. Also das Wichtige ist in erster Linie, dass der Pizzateig durchgebacken ist. So, jetzt hat gerade die Küchenuhr geklingelt und jetzt schauen wir mal rein da. Und ja, also ich glaube, die sind fertig, die hole ich mal raus. Und ich würde sagen, insgesamt waren sie jetzt so 12 Minuten im Backrohr. Und ich finde, das Ergebnis ist ganz, ganz nett geworden. Und das ist echt sowas, die schmecken warm sehr, sehr gut. Aber die sind auch sowas, was man vorher vorbereiten kann, weil sie schmecken auch ausgekühlt noch immer gut. Aber wenn du zum Beispiel auf eine Party eingeladen bist und was mitbringen möchtest, kannst du das locker schon am Vormittag zu Hause vorbereiten und dann am Abend zur Party mitbringen. So, und das ist jetzt unser Endergebnis. Die Pizzaschnecken. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das ist wirklich ein ganz einfaches Rezept, das schnell geht. Das einzig Blöde ist, wie gesagt, dieses Aufschneiden der Rolle. Und du kannst das von Mal zu Mal mit verschiedenen Zutaten variieren und ausprobieren, wie es dir schmeckt und wie du es machen möchtest. Und ich finde, das ist auch so eine Sache, die man mit Kindern zum Beispiel gut machen kann, wo dann jedes Kind einfach sich irgendwie einen Teil selbst belegen kann. Dann rollt man es ein und jedes Kind bekommt dann so die selbst zusammengestellten Pizzaschnecken. Also das ist auch sowas, was für so Kinderpartys eine ganz lustige Sache ist. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast Lust zum Nachkochen bekommen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst und wir uns dann auch beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Baba!